Meyer Burger. Die Aktie ist ganz klar im Rückwärtsgang, ist übergeordnet hier sehr deutlich im Abwärtstrend. Und ich denke, dass diese Bewegung sich ja entweder weiter fortsetzt oder wir vielleicht jetzt so langsam in so eine Region der Bodenbildung hier reinkommen. Aber am Ende müssen wir halt sehen, Meyer Burger, der ganze geplante Umzug nach Amerika, die ganze Umstellung der Produktion in Richtung USA, damit man da noch vom Inflation Reduction Act so ein bisschen was mitnehmen kann und im Prinzip dann ja auch wohl hoffentlich bessere Ausgangsbasis hat, als das im Moment eben in Deutschland der Fall ist. Ja, das sollte dafür sorgen, dass es weiter ein sehr kapitalintensives Geschäft ist, dass hier also viel Geld investiert werden muss für das Hochziehen neuer Produktlinien und so weiter. Überhaupt erstmal Produktionskapazitäten in Amerika aufbauen und ausweiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier noch Verwässerungseffekte sehen, dass also durchaus nochmal Geld auch von extern besorgt werden muss. Das werden alles Dragging Points für die Aktie sein. Ich glaube, Meyer Burger ist auf mittelfristige Sicht Dead Money im besten Falle und vielleicht geht es sogar auch nochmal weiter runter.